Ich habe mir meinen ersten Premium-Panzer in War Thunder gekauft mit Echtgeld. Den M46 Tiger, den wir hier sehen können mit seinem Tarnanstrich des Panzerbataillons 73. Und dieses Panzerbataillon hat unglaublich schlechte Arbeit geleistet, was Tarnung anbelangt. Denn weiß und gelb, ach, das tut nicht gut bei so einer natürlichen Umgebung. Deshalb habe ich sofort erstmal hier in die Mitte ein Büschlein gesetzt, damit wir die größte Schmach ein bisschen verdecken können, nämlich den Tigerkopf. Mich verschlägt es in dieser Kampfaufzeichnung in die französischen Ardennen, wo wir klären werden, lohnt sich der Kauf eines solchen Fahrzeugs auf Stufe 7.0 RB für einen Preis von 30 Euro normal oder 15 Euro im Sale. Das Thema der heutigen Ardennenrunde ist nicht nur dieser Premium-Panzer, sondern auch der Lag. Ihr seht nämlich schon, ich habe einen Ping über 200 plus einen saftigen Packet-Loss von ungefähr konstanten 10%. Und da werdet ihr schon sehen, dass da ein paar Schüsse ziemlich verzögert sein werden. Hier stoßen wir auf den ersten Fangkontakt. Ein BMP und ein T-44-100 und irgendwie haben wir den Schuss hier drüber bekommen und bringen das BMP erstmal zum Brennen. Das heißt, wir ziehen uns zurück, markieren den Kollegen und wissen jetzt, dass sein Freund und Helfer Ivan T-44-Kopf auf uns zufahren wird. Und deshalb bin ich erstmal ein bisschen zurückgefahren, um ihn dann hier zu sehen. No Scope! Oh yeah! Ziel zerstört. Das war's mit dem Panzer, der eine relativ ähnliche Munitionsart hat zu uns. Nämlich ist sie ungefähr genauso schnell. Der T-44-100 hat mit seiner besten Munition so eine Mündungsgeschwindigkeit von 887 Meter pro Sekunde. Das ist ein bisschen schneller als unsere HeatFS-Mündungsgeschwindigkeit von 853 Meter pro Sekunde. Wir nehmen hier einen anderen Premium-Panzer raus, den Ruhe 251, und sehen hier noch einen weiteren Ivan in der Su, den wir hier schön gut behaken können. Das heißt, der hat auf jeden Fall erstmal keine Chancen gegen unseren mittleren Panzer, den wir da davor gewarnt haben, dass da ein paar Feinde sein werden. Das heißt, wir haben schon zwei Kills auf der Uhr und das BMP hat sich hier ein bisschen bei Bravo versteckt. Deshalb werde ich erstmal vorfahren, denn wir sind der Flankentyp. Ich mag es nämlich absolut nicht, in die Stadt zu fahren. Und hier ein IKV wunderschön rausgenommen und hier das BMP schön genervt. Ich weiß nicht, was es gemacht hat. Ich weiß es absolut nicht, aber es ist schon ein besseres BMP, denn es hat einen verbesserten Raketenwerfer. Ich fahre vor, um mich zu verlegen, und das BMP denkt, ah, der Typ, der fährt doch nicht wirklich vor, und zack, Wanne durchbrochen, Hullbreak. Die CheatFS hat wieder bestens gegen leichte Fahrzeuge funktioniert und damit haben wir hier ganz gut aufgeräumt bei Bravo. Wir sind jetzt weiter auf der Flankenfahrt Richtung, ja, den Gegnern bei Alpha, um die Runde so schnell wie möglich hinter uns zu bringen, denn der Lag, der hat sich jetzt auf jeden Fall schon bemerkbar gemacht. Ich habe zwar eingestellt, dass ich hauptsächlich nur auf europäischen Servern unterwegs bin, aber russische Server sind auch dabei, das heißt, wir sind da wahrscheinlich auf den russischen gestoßen oder mein Internetanbieter hat wieder irgendwas vermasselt. Da schicke ich einen Artistrike hinter und der Vickers MBT fährt vor. Da sehen wir irgendein Heck eines Fahrzeuges, eines mysteriösen Fahrzeuges, und der M41 nimmt hier den Vickers raus. Das heißt, ich fahre schnell vor. Eventuell erwischen wir den M41, da sehen wir ihn. Und zack, hier kommt der Killschuss. Wunderschön die Crew rausgenommen. Und jetzt sehen wir hier hinten den Panther F. Einen ziemlich späten Panther. Und hier ein bisschen geschaut auf die Munition. Schön mittig in den Turm rein. Und wunderschön den Kollegen in dem deutschen Panzer rausgenommen. Wie unterscheiden sich hauptsächlich Premium-Panzer von normalen Panzer? Das ist ganz wichtig. Die sind auf jeden Fall billiger bei den Reparaturkosten. Und bringen euch auch generell mehr Forschungspunkte und mehr, ja, Silverlines ein nach den Runden, und mehr Forschungspunkte bedeutet auch, dass eure Crew schneller erforscht wird. Dadurch bekommen die mehr Punkte. Das heißt, wenn ihr mit einer neuen Fraktion anfangen wollt, empfehle ich es euch, kauft euch einen Premium-Panzer auf einen Mid-Tier bis High-Tier. Dann könnt ihr die Crew erstmal schön hochfahren. Ihr könnt viele Fahrzeuge freischalten. Ihr könnt sehr, sehr viele Silverlines freispielen. Und dann könnt ihr euch ein gutes Line-Up aufbauen, so wie ich das momentan versuche, aber nicht wirklich hinbekomme, weil ich
aktuell nicht weiß, wie ich bei den Amis umgehen soll. Zum Vergleich, der normale M46, der kostet 8.599 Silver Lions ungefähr und ist damit 2,2 mal teurer als der normale M48 Premium Panzer hier. Und das ist schon ein sehr, sehr enormer Unterschied, wenn man auf längere Zeiten spielt. Und hier hat jemand geschossen, ich weiß nicht, hä, was ist da passiert? Und da sehen wir nochmal einen Leopard, den wir jetzt irgendwie nicht rausnehmen, denn die Heat FS verfängt sich komplett in der Kette. Das heißt, wir haben den rausgenommen und jetzt bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, wenn die Leopards hier schon so aufs freie Feld knattern, die im Grunde genommen eine bessere Heat FS haben, mit mehr Sprengwirkung, mit mehr Filler. Hier bei unserem M48 haben wir nur ungefähr 926 Gramm Filler. Beim Leopard 1 sollten das so um die 1,1 Kilogramm sein, also schon ein bisschen mehr. Die Mündungsgeschwindigkeit ist natürlich höher und die Penetrationsleistung ist mit 95 mm auf egal welchen Distanzen bei 0 Grad Auftreffwinkel natürlich auch größer. Die Schüsse sind mittelmäßig teuer. Die APCBC des T54 zum Beispiel kostet 170 Silver Lions. Hier kostet die Heat FS 160 Silver Lions in unserem Tiger. Und ich glaube, damit können wir den Panzer ganz gut abschließen, denn die Runde ist so gut wie rum. 6 Kills und 2 Abschusshilfen stehen hier auf unserer Liste. Wir sind natürlich Erster geworden und da seht ihr schon die enormen Silver Lion Booster, die wir da bekommen. 75.000 Silver Lions haben wir bekommen. Eine neue Tarnung und hier noch ein paar coole Auszeichnungen dafür, dass wir so viele Gegner eliminiert haben aus unserem Team und allgemein. Zwei Sachen über diesen Panzer möchte ich noch ergänzen. Das wäre einerseits der negative Waffenrichtwinkel von minus 10 Grad, was euch erlaubt, über jeden Hügel die Heat FS zu verschießen. Und andererseits könnt ihr diesen Hügel auch sehr gut erreichen, denn ihr habt eine maximale Geschwindigkeit von 49 km pro Stunde vorwärts und 20 km pro Stunde rückwärts. Diese Geschwindigkeit erreicht ihr mit einem Leistungsgewicht von 18,5 PS pro Tonne, was sehr, sehr gut ist für einen mittleren Panzer. Mit dieser Ardennenrunde und dem Lag konnte ich euch hoffentlich den M46 Tiger so ein bisschen vorstellen, was so seine Vorteile sind. Die Nachteile habe ich weniger beleuchtet, weil da ist hauptsächlich nur die Mündungsgeschwindigkeit der Nachteil von 853 Metern pro Sekunde, was mittlerer Durchschnitt ist von allen Panzern, die ich so kenne. Dementsprechend ist es eher ein Nahkämpfer bis auf mittlere Distanz, außer man kann ein bisschen was mit den Rangefinder machen. Aber alles in allem ein guter Panzer, wenn man mit der Heat FS auf 7.0 mit den Amis ein bisschen Spaß haben möchte.